ist Samstag, der 14. April 2018. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte für unser Politikblog. Wir sind auf dem Alten Markt in Köln. Und hier war eben eine Kundgebung gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz NetzDG. Ich spreche jetzt mit dem Anwalt, Herrn Dr. Christian Stahl. Herr Dr. Stahl, warum sind Sie gegen das NetzDG? Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz oder kurz eben NetzDG ist der erste Versuch, seit dem Untergang der DDR wieder die Zensur einzuführen. Das Gesetz zwingt im Grunde die Betreiber großer Plattformen, im Wesentlichen ist das Facebook dazu, schon im Vorfeld Beiträge zu sichten und zu löschen, falls sie rechtswidrig wären. Das Gesetz selber ist natürlich sehr oberflächlich und verlangt eigentlich nur die Löschung von rechtswidrigen Beiträgen. Das Problem dabei ist, dass keiner richtig sagen kann, was eigentlich ein rechtswidriger Beitrag ist. Also man kann sich da auch als Jurist sehr drum streiten, ob ein Beitrag jetzt rechtmäßig oder rechtswidrig ist. Das kann ein Unternehmen mit Hunderttausenden von Beiträgen pro Tag, wir reden ja von Facebook, natürlich unmöglich entscheiden. Und deswegen ist die Wirkung, und es ist auch die gewollte Wirkung dieses Gesetzes, dass Facebook im Grunde alles löscht, was irgendjemanden stören könnte. Das ist nichts anderes als Zensur. Und das sind jetzt nicht nur einstweilige Sperrungen, weil man sich das nochmal in Ruhe angucken will, sondern ist dann direkt weg. Also es passieren zwei Dinge. Das eine ist, dass der Beitrag gelöscht wird. Das ist das, was auch das Gesetz fordert. Der Beitrag wird gelöscht. Facebook selber geht dann aber auch noch einen Schritt weiter und sperrt die Nutzer. Am Anfang nur für einen Tag, dann für drei Tage, dann für sieben und dann für 30 Tage. Und das passiert dann häufiger. Also vor allem denjenigen, die sich so mit Reizthemen wie etwa dem Islam in allgemeiner Weise befassen oder mit der Migrationskrise oder Flüchtlingskrise, wie auch immer man das benennen will, die sind sehr schnell in der Gefahr, dass sie wirklich monatelang gesperrt bleiben. Das sind also zwei Paar Dinge. Das eine fordert das Gesetz unmittelbar, das ist die Löschung. Und das andere ist die Sperre. Das ist eine Facebook-eigene Geschichte. Jetzt knüpft, dass er nicht nur an Gummibegriffe an, sondern an konkrete Paragraphen wie zum Beispiel üble Nachrede oder Volksverhetzung. Ist ja eigentlich gut, dass man was dagegen macht. Da scheint ja das Problem nicht unbedingt zu liegen. Oder gibt es da auch, ich sag mal, schwierige Entscheidungen, wann sowas gegeben ist? Das Gesetz, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz knüpft eben nicht an diese klaren strafrechtlichen Begrifflichkeiten an, sondern es spricht nur allgemein von rechtswidrigen Beiträgen. Also das heißt, es gibt die ganze Bandbreite der strafrechtlich verbotenen Beiträge, aber noch viele andere Gründe, warum ein Beitrag theoretisch rechtswidrig sein könnte. Also weil er zum Beispiel in die Rechte eines anderen eingreift. Das Problem ist aber wieder, dass die Frage, ob eine Straftat, beispielsweise eine Beleidigung, vorliegt oder nicht, auch von Gerichten durchaus unterschiedlich beurteilt wird. Also man überantwortet einem privaten Unternehmen, Facebook, die Entscheidung darüber, ob eine bestimmte Rechtsfrage so oder anders zu beantworten ist. Und gerade in diesem Bereich ist das extrem schwierig. Das ist also gewollt. Das Gesetz arbeitet ganz bewusst mit einem Gummibegriff, um Facebook dazu zu zwingen, möglichst alles zu löschen, was irgendwie kritisch sein könnte. Das sind ja auch, glaube ich, ziemlich kurze Fristen und richtig hohe Bußgelder, die selbst Facebook ruinieren können. Ja, auf Dauer schon. Also da sind tatsächlich schon im einzelnen Fall Bußgelder angedroht. Bis jetzt hat es noch keinerlei Bußgelder gegeben, aber es sind Bußgelder im Millionenbereich angedroht. Eine Millionenstrafe würde Facebook natürlich jetzt nicht weiter problematisieren, aber das ist ja pro Fall. Also die Androhung ist einer der Gründe, warum praktisch alle Juristen dieses Gesetz für verfassungswidrig halten. Wenn fast alle Juristen es für verfassungswidrig halten, haben Sie eine Ahnung, warum man es dann gemacht hat? Wer ist dafür verantwortlich? Verantwortlich dafür ist die damalige Große Koalition, die jetzt auch wieder die halbwegs Große Koalition ist. Das war ein Musterprojekt von Heiko Maas. Wir wissen ja, dass Heiko Maas kein besonders großer Freund der Meinungsfreiheit oder von Grundrechten ist. Das ist ein politischer Überzeugungstäter, um es mal krass auszudrücken. Und das ist der ganze Hintergrund. Ja, man will einfach Kritik an Themen verhindern, die der jetzigen Regierung auf die Füße fallen könnten. Das Problem dabei ist, dass es natürlich so auch für jede andere Kritik in der Zukunft genauso denkbar ist. Also wenn sich mal die Mehrheitsverhältnisse ändern und wir mal andere Mehrheiten in Deutschland haben, dann könnten genau die das Gesetz jetzt theoretisch toll finden, weil es die anderen betrifft, die könnten dann die Nächsten sein. Ja, also das ist eigentlich der politische Hintergrund und das ist die große Gefahr, weswegen ich mich auch massiv gegen dieses Gesetz und seine Auswirkungen einsetze.
Wenn es überhaupt in die Rechte anderer eingreift, dann könnte es also auch schon sein, wenn jetzt überhaupt nicht gegen Strafrecht verstoßen wird und überhaupt kein Schaden im zivilrechtlichen Sinne entsteht, wo man überhaupt an Schmerzensgeld denken könnte, sondern schon bei bloßen Grundrechtseingriffen, die unverhältnismäßig sind. Also die Praxis ist die, ich betreue mittlerweile über 60 Klagen gegen Facebook. Auf der Seite facebook-sperre.de lade ich Betroffene ein, dass sie mir ihren Fall schildern, damit ich dann eben prüfen kann, ob der Fall, ob die Sperre rechtmäßig oder rechtswidrig ist. Und da ist es so, dass meine Erfahrung ist, dass weit über 90% aller Sperren von Facebook rechtswidrig sind. Also die Beiträge, die die Nutzer eingestellt haben, sind absolut zulässig. Sie sind manchmal hart, sie sind manchmal sehr grob formuliert, das kommt alles vor, aber das ist ja alles noch von der Meinungsfreiheit gedeckt und das ist wichtig bei Facebook, das ist ja ein privates Unternehmen, ist es auch von den Nutzungsbedingungen von Facebook noch gedeckt. Ja? Und man merkt ja so ganz, ganz typisch diesen Overkill, ja, dieses übermäßige Löschen, das das Gesetz ja auch tatsächlich bezweckt hat, dass Facebook viel, viel, viel mehr löscht, als es nach dem Gesetz löschen müsste und zusätzlich natürlich noch die Nutzer mit dieser 30-Tage-Sperre beschwert, das ist ja das eigentliche Problem. Aber es werden selten ganze Kanäle gelöscht, sondern einzelne Beiträge. Also es werden normalerweise einzelne Beiträge gelöscht und dann wird eben eine Sperre für den Nutzer von eben mittlerweile fast regelmäßig 30 Tagen verhängt. Und das ist natürlich schon dramatisch, weil viele Facebook ja auch zum Beispiel zum Anmelden auf anderen Seiten nutzen. Das ist ja ein ganz beliebtes Mittel, um sich dann bei irgendwelchen anderen Seiten sozusagen auszuweisen, dass man sein Facebook-Konto verwendet. Das funktioniert dann nicht mehr. Der Messenger, den viele verwenden, um mit bestimmten Personen in Kontakt zu bleiben, funktioniert nicht mehr für 30 Tage. Das ist eine massive Beeinträchtigung. Wir haben uns ja daran gewöhnt, und das wollte Facebook ja, dass wir haben uns ja daran gewöhnt, dass wir Facebook jeden Tag nutzen können. Und das ist das Hauptproblem. Dass ganze Seiten gelöscht werden, kommt auch vor. Das ist aber eher selten der Fall. Aber es kommt vor, teilweise auch Seiten mit Hunderttausenden oder Millionen von Folgern. Wenn man sich jetzt dagegen wehren will, da würde mir jetzt als erstes einfallen, entweder der Zivilrechtsweg oder der Verwaltungsrechtsweg, je nachdem, gegen wen man da klagen muss. Also wir sind der Auffassung, dass man beide Wege beschreiten muss. Wir machen das auch für unsere Mandanten. Wir verklagen einmal Facebook. Facebook ist verantwortlich für die Sperre. Also dafür, dass der Nutzer 30 Tage lang Facebook nicht nutzen kann. Das ist ein Facebook-eigenes Thema. Und wir verklagen parallel dazu auch die Bundesrepublik Deutschland, weil wir sagen, dass dieses NetzDG Facebook zum Vollstrecker staatlichen Willens macht und dass damit jede Handlung von Facebook, jede Löschungshandlung letzten Endes der Bundesrepublik zuzuordnen ist. Wie das Ganze ausgeht, wissen wir noch nicht. Es gibt im Zivilrechtsweg jetzt die erste Entscheidung, die ist erst vor kurzem ergangen. Es war ein Verfügungsverfahren, die unseren Standpunkt klar bestätigt hat. Und alle anderen Entscheidungen wird es aber erst im Laufe dieses Jahres geben. Das Ganze dauert eine ganze Weile. Wir sind aber sehr, sehr sicher, dass wir letzten Endes jedenfalls mal die Auswirkungen beseitigen können und dass wir diesem enormen Druck durch das NetzDG dann auch einen ebenso enormen Gegendruck der Facebook-Nutzer entgegenstellen können, sodass dann Facebook seine Politik ändern muss und dass Facebook dann auch letzten Endes bei der Politik vorstellig werden wird, um dieses Gesetz zu beseitigen. Ist da vielleicht auch eine Möglichkeit, ich meine, wir haben ja praktisch in allen Menschenrechtssystemen, wo wir drin sind, Grundgesetz vom Europarat, EU und auch von der UNO, überall ein Recht auf Meinungsfreiheit, dass man verlangt, dass auslegungsfähige Vorschriften, die im NetzDG drinstehen, die man in die eine oder andere Richtung auslegen kann, dass man verlangt, dass die meinungsfreiheitskonform ausgelegt werden müssen, soweit da ein Spielraum ist. Ja, das ist Teil der Argumentation, den die Gerichte meiner Meinung nach auch mitgehen werden. Juristisch ist es etwas komplizierter. Facebook ist als privates Unternehmen nicht an die Grundrechte gebunden. Das ist kein Staat. Also die müssen das theoretisch nicht machen. Aber sie haben Nutzungsbedingungen, die jeder akzeptiert hat, die aber auch Facebook selber akzeptiert hat. Und das sind einfach allgemeine Geschäftsbedingungen. Die müssen ausgelegt werden, die müssen verstanden werden und die dürfen ihrerseits nicht gegen höherrangiges Recht verstoßen. Und diese Nutzungsbedingungen von Facebook, das sind die berühmten Gemeinschaftsstandards, die sind sehr, sehr schwammig formuliert. Und da kann man ganz klar sagen, überall dort, wo es eine Zweifelsfrage gibt zu einem Beitrag, dort muss das dann im Einklang mit der Meinungsfreiheit beantwortet werden. Jetzt haben Sie auch gesagt, dass da Entscheidungen getroffen werden. Ich habe Sie so verstanden, die nur die hoheitlicher Natur sind. Und die aber da jetzt ein Privatunternehmen wie Facebook aufgebürdet werden. Da fällt mir natürlich ein, für die Verwaltung selber haben wir ja ein Grundrecht auf Funktionsvorbehalt. Artikel 33 Absatz 4 Grundgesetz. Das heißt, dass zumindest dauerhaft
nur Leute, die so im öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen, also abhängig beim Staat beschäftigt und aufs Grundgesetz geschworen haben, sowas machen dürfen. Ist das auch Teil Ihrer Argumentation mit dem Funktionsvorbehalt, dass Sie da gar nicht zu befugt sind, dass Sie nicht befugt sind, das zu delegieren? Mittelbar. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass wir über die Verwaltungsgerichte auch die Bundesrepublik selber angreifen. Also dieser Funktionsvorbehalt bedeutet nicht, dass man keine Privaten einsetzen dürfte für staatliche Aufgaben. Hallo? Nehmen hallo? Sie nur... Ja, hallo. Wir haben hier zwei Besucher. Ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Also der Funktionsvorbehalt bedeutet nicht, dass man nicht privat einsetzen dürfte. Nur darf man das eben nur im Rahmen einer Gesetzesbindung. Denken Sie an den TÜV oder die DEKRA. Das ist ja der klassische Fall des beliehenen Privaten, so heißt diese Rechtsfigur. Das ist grundsätzlich möglich, aber natürlich muss es dann auch einen ganz klaren Rechtsweg geben. Und natürlich darf dann der Private nicht machen, was er will, sondern er muss sich dann eben, weil er eben dann nicht mehr privat handelt, sondern als Teil der staatlichen Ordnung auch entsprechend verhalten. Und das ist der Grund, also was Sie ansprechen, das ist der Grund, weshalb wir überhaupt vor das Verwaltungsgericht ziehen. Wollen Sie bis zum Bundesverfassungsgericht, wenn nötig? Selbstverständlich. Ich glaube aber gar nicht, dass es nötig ist. Ich gehe davon aus, dass die Zivilgerichte Facebook schon sehr, sehr schnell deutlich machen werden, wo die Grenzen liegen dieses Löschverhaltens. Die meisten Sperrungen, ich habe Ihnen ja gesagt, die meisten Sperrungen sind ganz klar rechtswidrig, da kann man nicht großartig drüber streiten. Es gibt noch ein paar juristische Fragen, die wir noch geklärt haben müssen, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir uns letzten Endes durchsetzen werden. Da tun sich ja Facebook eigentlich auch einen Gefallen, dass die mehr Rechtsklarheit haben für ihr weiteres Verhalten dann. Also Facebook ist ein großer Konzern und man muss da, denke ich, auch fair bleiben. Man hat das ja auch jetzt gesehen, jetzt gerade aktuell in den USA ist ja Mark Zuckerberg vom US-Kongress, also vom Senat und Abgeordnetenhaus, befragt worden und natürlich in beide Richtungen befragt worden. Also die einen haben ihn ausgequetscht, weil er angeblich Trump im Wahlkampf geholfen hat und die anderen haben ihn halt ausgequetscht, weil er konservative Meinungen unterdrückt und möglicherweise stimmt beides. Also dieser Konzern ist natürlich in gewisser Weise auch von der Politik getrieben, weil er so groß ist. Dann hat er natürlich auch interne Probleme, das hat Mark Zuckerberg tatsächlich vor dem Senat dann auch deutlich gesagt. Der Konzern kommt halt von der US-Westküste aus dem Silicon Valley und das Silicon Valley, so Zitat Zuckerberg, ist halt ein extrem linker Platz. Das heißt politisch sehr, sehr einseitig besetzt und so sind natürlich dort auch viele leitende Mitarbeiter, sagen wir mal, bei weitem nicht so breit aufgestellt in ihrer politischen Vielfalt, wie die Gesellschaft insgesamt. Das ist natürlich ein konzerninternes Problem und deshalb... Ja, wir tun Facebook einen Gefallen, weil wir diesen Gegendruck aufbauen, weil wir deutlich machen, wo die Grenzen sind und damit auch die Argumente liefern, die Facebook braucht, um sich gegen die Politik dann durchzusetzen mit dem NetzDG. Gibt es noch weitere, außer dem NetzDG, weitere Gefahren für die Meinungsfreiheit durch aktuelle Vorschriften, sei es von Deutschland, sei es von der EU, die Sie sehen, wo vielleicht weiterer Handlungsbedarf ist? Das NetzDG hat ja schon Nachahmer gefunden und die Europäische Kommission, die ja auch nicht so wahnsinnig begeistert von Kritik ist, wenn es sie selber betrifft, hat ja schon zwar einerseits das NetzDG auch kritisiert, muss man fairerweise sagen. Also man hat das eben aus vielen, auch aus europarechtlichen Gründen kritisiert, aber andererseits will man es wieder als Blaupause nehmen, um eine Regelung auf europarechtlicher Ebene zu schaffen. Da geht es dann mehr immer um diese angeblichen Fake News, also um Nachrichten, die angeblich falsch sind. Oder die oft auch wirklich falsch sind, aber bei denen man natürlich ja, einfach nicht per se sagen kann, das ist richtig, das ist falsch. Das ist ja nun mal, wir sind ja Menschen und nicht Götter. Wir wissen nicht, was richtig und was falsch ist und manches sind eben einfach nur Nuancen. Und ich befürchte also, dass das NetzDG nur der erste Schritt gewesen ist hin zu weiteren Einschritten in die Meinungsfreiheit. Deswegen war ich heute auf dieser Demo und ich hoffe, dass sich das dann auch zu einer Bewegung auswächst, weil wir als Bürger die Freiheiten, die im 19. Jahrhundert erstmals erkämpft worden sind, eben auch verteidigen müssen, damit wir morgen auch noch zum Beispiel dieses Interview führen können. Was Sie auf EU-Ebene meinen, ist das das... was auch angesprochen wird unter dem Thema Verbraucherschutz. Okay, weiter geht's mit dem Interview. Wir waren gerade dabei, dass die EU-Kommission ja das NetzDG kritisiert, aber selber etwas Ähnliches überlege. Und da geht es um Fake News. Da geht es immer um die Klassiker. Es geht um angebliche Hasssprache, Hate Speech und es geht um angebliche Fake News. Und das sind aber eigentlich immer nur politische Kampfbegriffe. Was sich dahinter verbirgt, sieht man dann ja zum Beispiel beim NetzDG und so wird man das eben auch bei den Vorschlägen der Kommission dann sehen. Das sind einfach nur Vorwände, um letzten Endes Kritik klein zu halten. Haben Sie auch eine Position zur EU-Datenschutz-Grundverordnung?
Die ist außerordentlich kompliziert. Also mit der DSGVO befasse ich mich in zweierlei Hinsicht. Zum einen berate ich Startups, das ist ein anderer Teil meines Geschäftsfeldes und die haben natürlich schon erhebliche Schwierigkeiten. Zum anderen berate ich aber auch umgekehrt Verbraucher bei der Durchsetzung ihrer Rechte, denn da wird sich sehr vieles ändern. Also klar ist, wir haben jetzt alle die nächsten Jahre eine gewisse Rechtsunsicherheit zu erwarten aufgrund der Datenschutzgrundverordnung, weil diese Regelung in vielen Punkten sehr, sehr schwammig ist. Zum Beispiel, wir haben ja vorhin auch über Recht am eigenen Bild gesprochen, ist es so, dass das zukünftig ausschließlich von dieser Datenschutzverordnung geregelt wird. Und wie dann die Gerichte damit umgehen, wenn man zum Beispiel ein Foto von ein Foto hier vom Kölner Dom macht und darauf eine Menge Leute zu sehen sind, wie die Gerichte das bewerten, ob das dann eben zulässige Datenerhebung ist oder nicht, das kann man jetzt noch nicht sagen. Oder zum Beispiel die Folgenabschätzung, wie detailliert muss die sein, zum Beispiel? Ja, das sind alles Streitfragen, die man später dann diskutieren muss. Und das Problem ist, dass das für große Unternehmen natürlich auf der Hand liegt. Die befassen sich aber auch schon seit 2,5 Jahren mit diesen Prozessen und haben das eigentlich alle schon fertig. Das Hauptproblem wird entstehen für kleine und mittlere Unternehmen. Und die werden halt diese Möglichkeiten nicht haben. Also es ist halt leider wie immer so mit der Regulierung. Die Regulierung ist gut für die Großen, weil sie in die Kleinen klein hält. Ja, ein kleines Unternehmen tut sich enorm schwer mit diesem Thema. Aus Verbrauchersicht, um das noch zu ergänzen, aus Verbrauchersicht halte ich auch nicht allzu viel von der Regelung. Natürlich hat sie einige Vorteile, das muss man schon sagen. Also man kann jetzt auch Ersatz des immateriellen Schadens verlangen, wenn es einen echten Datenschutzverstoß gegeben hat. Aber letzten Endes ist es so, die meisten Regelungen sind einfach nur schwammig. Das heißt, auch als Verbraucher hat man jetzt im Grunde die Rechtsunsicherheit und kann jetzt noch nicht so richtig sagen, was letzten Endes passieren wird. Okay. Vor allem auch das Problem, wenn man sich jetzt mit technischen Hilfsmitteln über jemand anderes äußert, wann darf man das, wann muss man den informieren, kann der andere dann sagen, man durfte nur ohne technische Hilfsmittel über ihn reden und das... Ja, da sehe ich eine Menge mögliche Angriffspunkte. Ja, definitiv. Also das ist genau dieser Artikel 6 der Verordnung. Das ist sozusagen die Generalklausel zur Verwendung von Daten. Und da steht halt so sinngemäß drin, wenn es einem berechtigten Interesse dient, dann darf man eben Daten verarbeiten. Was ist ein berechtigtes Interesse? Ja, in wessen Augen? In Augen eines Richters, in Augen der EU-Kommission. Also sehen ja auch schon, da werden natürlich auch so politische Vorstellungen eine Rolle spielen. Und das ist ja auch der Wunsch der Kommission. Wir wissen ja auch, wie die besetzt ist. Ja, also da werden dann halt bestimmte Vorstellungen, die von Seiten der EU halt jetzt nicht schutzwürdig sind, die werden dann halt auch sicherlich versucht werden zu unterdrücken. Also da gibt es noch viel zu tun. Das Gute daran ist, letzten Endes werden das trotzdem die Gerichte entscheiden und keine Politiker. Das wird vor Gerichten enden und so wie es eben auch bei Facebook so ist, dass sich auch Heiko Maas letzten Endes nicht davor drücken kann, dass deutsche Gerichte entscheiden, und zwar nach Recht und Gesetz, und die deutsche Justiz funktioniert noch. Genauso wird es auch bei der Datenschutzverordnung sein, dass letzten Endes Gerichte entscheiden, was ein berechtigtes Interesse ist und was nicht. Wir haben nur die Unsicherheit und diese Periode wird ein paar Jahre dauern. Vielen Dank. Gern geschehen. Schönen Tag. Also.